Es war das gemeinsam erlittene Elend, das die Deutschen bewegte, sich zum ersten Mal als ein Volk zu fühlen. Und selbst wenn sie diesen Krieg nachstellen, heute tun sie es mit Respekt, ohne ihn zu verherrlichen. So in Breitenfeld bei Leipzig. So in Dinkelsbühl. In Münnerstadt. Und so in Seesen. Was 30 Jahre währte, war weniger ein Krieg, sondern ein Zustand. Ein Zustand andauernder Verwüstung des Landes und der Verelendung der Menschen. Da gab es nichts zu verherrlichen. So haben zeitgenössische Publizisten das Kriegselend in Chroniken, Bildern, Zeitungen und auf Flugblättern festgehalten. Und jedermann wusste, worum es ging. Die Herrschenden schickten ihre Söldner los, um sich gegenseitig Land und Leute abzunehmen, und waren sich doch einig, ihren Krieg sollten andere bezahlen. Dass die Oberen kaltherzig zu Werke gingen, blieb nicht verborgen. Der Titel dieses Flugblatts: Europäisches Kriegsballett, getanzt durch die Könige, Potentaten, Fürsten und Republiken. Sie gehörten alle dem Hochadel an. Persönlich hatten sie nichts gegeneinander. Die Herren vom Klerus geben den Takt an. So sahen die Zeitgenossen den sogenannten Glaubenskrieg. Und wie die Bauern für die Kriegserhaltung herhalten mussten. Lieber Leser, tritt herbei. Beschau die seltsame Reiterei, die dieser Zeiten in der Welt von den Soldaten angestellt. Der Dreißigjährige Krieg war nicht der erste seiner Art. Schon im ersten, rund 70 Jahre vorher, ging es um die in der Reformation enteigneten Güter der Kirche. Der folgenreichste Krieg dieser Art begann 40 Jahre vorher, als sich die Nordprovinzen der Niederlande von Habsburg Spanien lösten. Die regierenden protestantischen Stände hatten die Reformation durchgeführt und sich immer wieder gegen spanische Truppen behauptet. In großer Gefahr entschieden sich nun Spanien-Habsburg und einige katholische Fürsten zum Gegenschlag. Den politischen Part übernahm der Jesuitenorden. Für den militärischen wappnete sich Spanien. Das Waffengeschäft blühte auf. Erste Zwischenfälle in Deutschland ließen ab 1607 die Befürchtung wachsen, die Gegenreformation könne zum Krieg führen. Protestantische Fürsten und Städte schlossen sich daraufhin zu einer Union zusammen. Im Gegenzug gründeten geistliche Fürsten unter Anführung des Herzogs Maximilian von Bayern die Katholische Liga. Während sich Union und Liga in Deutschland in Schach hielten, machten die Habsburger in Österreich und Böhmen ernst. Hauptsächlich ging es um das Königreich Böhmen. Habsburg Spanien betrachtete es als erblichen Besitz, aber die protestantischen Stände hatten etwas dagegen unternommen. Am Ort des Prager Fenstersturzes ist er zu besichtigen, der Majestätsbrief. Er erlaubte den Ständen, einen König zu wählen, der nicht aus der Firma Spanien-Habsburg stammte. Und er erlaubte den Bau evangelischer Kirchen. Die Gegenreformatoren waren finster entschlossen, den Majestätsbrief zu kassieren. Und ließen 1618 eine evangelische Kirche in Böhmen ruinieren.
Die protestantischen Stände machten zwei Statthalter Habsburgs dafür verantwortlich. Sie wurden verhört, verurteilt und nebst Sekretär aus dem Fenster geworfen. Nach Wien meldeten die Stände, sie hätten nur mit innerböhmischen Gegnern des Majestätsbriefs abgerechnet. Erzherzog Ferdinand, designierter König Böhmens, erklärt sie zu Rebellen und drängt auf die Entsendung von Truppen. Warum Krieg? Weil Spanien und Ferdinand nach dem Abfall der Niederlande nicht auch noch das Königreich Böhmen verlieren wollen. Im geheimen Onate-Vertrag haben sie das Königreich zum Erbgut Habsburgs erklärt. Das geht aber nur, wenn sie es auch erobern. Der spanische Gesandte in Wien überwacht im Sommer die Aufstellung von zwei Regimentern mit spanischem Geld. Auch die Stände werben Truppen an. Einmarsch in Böhmen. Die Spanier geben in der ersten Phase mehr als 5-mal so viel Geld für Truppen aus als die Stände. Der erste der großen Kriegsunternehmer tritt auf. Graf Bouquet in spanischem Dienst wird im Juni nach Wien beordert, um seine Stelle als kaiserlicher Feldmarschall anzutreten. Obwohl Truppen der Stände an den Grenzen stationiert sind, gelingt es Bouquet, die Garnison in Budweis zu verstärken. Die Stadt steht zu Habsburg und wird von Katholiken regiert. Von Budweis aus unternehmen die Spanier Beutezüge in die Umgebung. Eine Zeitung. Als die Kaiserlichen mit Morden und Brennen je länger, je ärger gehaust, haben sich die Stände im September beim Kaiser über die Tyrannei des Kriegsvolks beschwert. Und die Stände bieten Verhandlungen an. Damit kein weiteres unschuldiges Christenblut fließe. Die Friedensverhandlungen scheitern, weil es um zu viel geht und weil die Rechtslage unklar ist. Die einen versagen, die anderen zahlen dafür. Das alte Lied. Den Ständen gelingt es, ein Bündnis mit den Freien Niederländern und dem kurpfälzischen Hof in Heidelberg zu schließen. Man steht sich politisch nahe. Die Niederländer kämpfen für eine Ständeregierung und die Unabhängigkeit von Spanien-Habsburg. Der calvinistische kurpfälzer Hof in Heidelberg hat schon lange mit einem Krieg gerechnet. Und nach Mitstreitern gegen Spanien-Habsburg Ausschau gehalten. Die Niederländer versprechen Truppen und Geld. Der Pfälzer Hof vermittelt ein Kontingent von 2000 Mann an die böhmischen Stände. Damit wird aus dem spanisch-böhmischen Krieg ein europäischer. In der Zeitung steht: Graf Ernst von Mansfeld ist mit etlichem Kriegsvolk in Pilsen angekommen, den Ständen zu dienen. Der nächste große Kriegsunternehmer tritt auf. Er hatte vorher als Obrist unter den Habsburgern gedient und versucht es nun auf der anderen Seite. Meldung im November 1618. Mansfeld ist vor die Stadt Pilsen gerückt. Die Stände haben ihm etliches Landvolk mit Geschütz und Belagerungsgerät gegeben. Pilsen wurde von Katholiken regiert und hatte dem Kaiser seine Treue erklärt. Einen Rechtsgrund für den Angriff gab es nicht. Der Kommandant und die Bürgerschaft lehnen einen Akkord ab, der sie 60.000 rheinische Taler gekostet hätte. Sie hätten sie lieber berappen sollen. Die Zeitung: Um ihre Stadt besser zu schützen, steckten die Pilsener ihre schönen Vorstädte in Brand. Die Mansfeldischen haben mit zwei Kanonen eine Lücke in die Mauer geschossen. Beim Sturmangriff wurde stark auf die Anlaufenden gefeuert, wobei etliche erschossen wurden. Dann haben sie mit Leitern beherzt die Mauern erstiegen, mit großem Schaden für sie. Die Verteidiger haben auf dem Markt mit Geschützen den Angreifern stark zugesetzt. Die Mansfeldischen gruben sich daher mit Äxten, Beilen und Piken durch einige brennende Häuser. Dann konnten sie auf den Markt vordringen und die Geschütze vernageln.
Als die ganze Stadt besetzt war, kapitulierten die Habsburger Söldner. Ein Teil zog ab, die anderen traten in die Dienste Mansfelds. Es gehörte zu den Regeln des Berufsstandes, bezüglich der Religion des Dienstherrn, keine Fragen zu stellen. In den Nachrichten vom Kriegsschauplatz kommt immer öfter das Wort Plünderung vor. Von Krumau aus hat der Graf von Bouquin mit starkem Streifen, Plündern, Brennen und dergleichen einen großen Schrecken unter das Landvolk gebracht. Die Kaiserlichen plünderten auf den protestantischen Grundherrschaften. Die Ständetruppen hausten in Klöstern und Gütern katholischer Landbesitzer. Die jeweiligen Bauern konnten glauben, was sie wollten. Sie waren ihre Habe in jedem Fall los, egal welche Truppe mal bei ihnen reinschaute. Und nicht nur ihre Habe. Zeitungsmeldung. Den 20. März 1619 hat Kaiser Matthias morgens zu Wien diese Welt gesegnet. Der Tod war für viele so betrüblich, weil das Römische Reich in einem so gefährlichen Zustand steckte. Im Juni treffen in Frankfurt am Main rund 2000 Gäste mit 1500 Pferden ein, um der Kaiserwahl beizuwohnen. Die protestantischen Kurfürsten schicken nur ihre Gesandten. Der Kandidat Ferdinand liegt ihnen nicht besonders. Nach zähen Verhandlungen, in denen Ferdinand die üblichen Zusagen macht, kommt die notwendige Einstimmigkeit zustande. Nach Wahl und Krönung am 28. August geht es auf dem Römerberg hoch her. Der Kaiser lässt Geld regnen, natürlich geliehenes. Eine Zeitung. Wie die Krönung vollbracht war, haben drei Reiter Gold- und Silbergeld unter das Volk ausgeworfen, bis ein Tumult entstand. Später kamen die Gesandten aus dem Rathaus geritten zu der Hütte, darin ein Ochs gebraten wurde, und haben auf silbernen Platten die Speisen abgeholt. Danach ist das Volk mit Ungestüm angerückt und hat den gebratenen Ochsen zerschnitten und sich drüber hergemacht. Inzwischen lief roter und weißer Wein aus dem Brunnen, bis das Gedränge zu groß wurde. Alle freuten sich, auch die evangelischen Bürger. Und nicht nur, weil alles umsonst war. Kaiser und Reich standen für die Hoffnung auf Einheit und Frieden. Und siehe da, kamen sie nicht einträchtig daher, die Potentaten beider Lager? Und hatten sie den Kaiser nicht einstimmig gewählt, wie erforderlich? Die Zeitung. Beim Bankett mit stattlichem Essen, Konfekt und dergleichen ging es gar herrlich zu. Und auch wurde eine liebliche Musik gehört. Und der Krieg im Königreich Böhmen? Die protestantischen Fürsten brachten ihn zur Sprache. Mehr taten sie nicht für ihre Glaubensbrüder. Die hatten sich ja genau besehen gegen ihren Fürsten erhoben. Welcher Fürst mag das schon? Die Kurfürsten verkauften wie üblich bei der Kür ihre Stimme und hielten Ferdinand nicht zur Mäßigung in Böhmen an. Der Frieden war beim Schachern auf der Strecke geblieben. Ferdinand bietet nun den böhmischen Ständen Verhandlungen an, aber keine Amnestie. Die protestantischen Adligen wissen aber, dass sie als Rebellen gelten. Und Ferdinand hatte nach dem Fenstersturz geäußert: Die eingezogenen Güter der Rebellen werden die Unkosten für den Krieg reichlich kompensieren. Die Güter der Rebellen, das hieß der größte Teil des Königreichs. Die Stände hatten zu viel zu verlieren. Sie lehnen Verhandlungen ohne Amnestie ab.
Militärisch tritt der Krieg weiter auf der Stelle. Wenn sich Truppen in Bewegung setzen, dann nur, um auf Feindgebiet zu plündern. Dabei sind die Kaiserlichen im Vorteil, denn Land und Leute gehören vorwiegend protestantischen Adeligen. Nach den Beutezügen ziehen sich die Kaiserlichen in das stark befestigte Budweis zurück. Die Ständetruppen können die Stadt nicht einnehmen. Aber das schwach verteidigte Wien ist ein lohnendes Ziel. Eine Zeitung: Der Graf Matthias von Thurn ist mit den Ständetruppen auf Wien marschiert. Sie hofften dort, die Braut zu finden, worum der Tanz gehen sollte. Mit Braut sind offensichtlich die Feinde der Stände am Wiener Hof gemeint, beziehungsweise deren Eigentum. Den 6. Juni nahm Graf Thurn die Vorstadt von Wien ein, wodurch alles in der Stadt in große Furcht geriet. Auch die Protestanten in Wien sehen den Glaubensbrüdern aus Böhmen mit gemischten Gefühlen entgegen. Die böhmische Artillerie nimmt sogar das herzogliche Palais unter Feuer. Was Ferdinand natürlich in Rage bringt und kalte Rachepläne in ihm keimen lässt. Während der Belagerung Wiens kommt woanders Bewegung in den Krieg. Statt in Wien auszuhelfen, hatte Bucquoir starke kaiserliche Verbände nach Budweis beordert, die nun Prag bedrohen. Mansfeld, Kriegsunternehmer der Stände, liegt mit seiner Truppe noch immer in Pilsen. Im Juni erreicht ihn ein Hilfeersuchen. Mansfeld zog mit 8 Fahnen zu Fuß an 500 zu Ross aus Pilsen, um die Böhmen vor Budweis zu verstärken. Graf von Bucquoir in Pilsen erfuhr davon und brach mit 6000 Mann auf, um die Vereinigung zu verhindern. Mansfeld war schlechter informiert und gerät westlich von Budweis an den weit überlegenen Feind. Die Ungarn haben den Marktflecken Rotelitz angefallen, in dem 30 mansfeldische Musketiere niedergehauen wurden. Dann haben sie den ganzen Flecken, weil die Bewohner bewaffnet waren, ausgeplündert und angezündet. Als der Mansfeld bei dem genannten Flecken ankam, tauchten die Truppen von Graf Bucquoir auf, die ihm nachgeeilt waren. Mansfeld ordnet seine Mannen zur Schlacht, aber die halten nicht lange stand. Die Zeitung meldet: Als die Reiterei zerstreut und viele vom Fußvolk verloren waren, kamen auch die übrigen in große Gefahr. Auch war fast die gesamte Munition mit einem Teil des Gepäcks verbrannt oder explodiert. Mansfeld kann einen Teil der Reiterei wieder versammeln, lässt aber sein Fußvolk im Stich, um die geringe Reiterei, die noch übrig war, für eine bessere Gelegenheit zu schonen. Das Fußvolk verteidigt sich bis zum letzten Knopf. Als ihnen Pulver und Blei ausgegangen, haben sie sogar die Knöpfe ihrer Wämser verschossen. Um 8 Uhr haben sie sich eines anderen bedacht und sich ergeben. Es waren etwa 1000 Mansfelder, die sich nun bei Bucquoir verdingten. Und die weitere Beute? Die Bucquoischen haben 100 Fass Wein, Mansfelds Tafelsilber, 10.000 Gulden und 2 Stück Geschütze weggeführt. Etwa 1.200 haben die erste Schlacht nicht überlebt. Und sie sind nicht vergessen. Groß war der Effekt der Schlacht für die Wiener. Als die Sache für Wien sehr gefährlich stand,
wurde der Graf Thurn wegen der Niederlage Mansfelds von der Belagerung Wiens abgezogen. Im Wiener Stephansdom dankten sie zum ersten Mal alle Gott. Ferdinand, die Höflinge, der Klerus und die erleichterten Bürger. Ansonsten hat die Schlacht von Sablat nichts entschieden. Graf Mansfeld ist nach Pilsen geflohen und hat Patente ausgeteilt, um frisches Volk in Deutschland zu werben. Bouquet marschiert nicht nach Prag, sondern macht sich über Land und Leute im Süden her. Auch hat der Bouquet ferner die Stadt Weitra eingenommen und in dieser Gegend mit Rauben, Morden und Brennen großen Schaden getan. Die Stände in Prag beklagen sich bei Ferdinand. Ihre Würden haben viele tausend Mann feindlichen spanischen Kriegsvolks ins Land gebracht, das große Tyrannei und Mutwillen ausübt. Die Fremden üben keine Schonung von Manns- noch Weibspersonen, auch nicht bei kleinen Kindern, die noch im Mutterleib verschlossen.